Heute geht es beim Westfalenblatt darum, um das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci. Eigentlich heißt das Bild auch nur das Abendmahl. Leonardo da Vinci ist am 2. Mai 1519 gestorben. Das heißt, sein Todestag jährt sich jetzt zum 500. Mal. Und wir wollen heute mal im Martha nachfragen, wie der Chef des Museums das Bild und da Vincis Werk einschätzt. Das Westfalenblatt heute hier im Martha, Roland Nachtigeller, künstlerischer Leiter des Martha in Herford. Leonardo da Vinci ist vor 500 Jahren gestorben und hat ein Werk hinterlassen, was beachtlich ist, sehr berühmte Gemälde geschaffen. Und hier soll es heute darum gehen, um das Abendmahl. Es hängt in Mailand und kann dort gesehen werden. Herr Nachtigeller, wie ist dieses Gemälde kunsthistorisch einzuschätzen? Das ist natürlich sehr schwer, das mal eben schnell mit einem Satz zu machen, aber es ist mit Sicherheit insofern sehr berühmt geworden deswegen, weil es eine ganz besondere Darstellung des letzten Abendmahls ist, vor allem wenn man die Rolle des Judas sich anschaut. Und das Zweite ist, dass es mit Sicherheit das Gemälde ist, was zum ersten Mal in dieser umfassenden Konstruiertheit die Zentralperspektive ins Bild gesetzt hat. Zwar schon 1421 von Brunelleschi erfunden als mathematische Konstruktion, aber so beeindruckend, welchen Raum zu konstruieren, der dann mit dem Refektorium zusammen noch eigentlich in was ganz Eigenes entwickelt. Das hat wirklich in der Zeit bisher noch keiner geleistet. Wie ist es eigentlich zu erklären, dass ein Mann wie Leonardo da Vinci zwei der berühmtesten Bilder oder zumindest bekanntesten Gemälde der Welt geschaffen hat, die Mona Lisa und das Abendmahl? Wie kann man sich das erklären? Erstmal ist es ja so, dass es unsere Perspektive heute ist, dass es das bekannteste oder die zwei bekanntesten Gemälde ist. Das muss ja nicht die ganze Zeit so gewesen sein. Und dann schafft natürlich Verknappung einfach einen Markt. Von Leonardo da Vinci gibt es sehr viel, was man weiß an Erfindungen und Entwicklungen. Aber wenn Sie jetzt eine Kunstausstellung mit Leonardo machen würden, würden Sie sie kaum voll bekommen, weil es eben nicht sehr viel gibt. Vor allen Dingen vieles nicht transportabel ist. Das heißt, auch dieses Gefühl, ich muss einmal an den Ort des Geschehens sein, die Mona Lisa reist nicht mehr, das Fresko kann man nicht reisen lassen, hat natürlich so eine Art von Hype nach sich, wo jeder das Gefühl hat, ich muss das mal gesehen haben und dann spricht man auch drüber. Aber was man auch einfach sagen muss, Leonardo war wirklich in diesem universellen Ansatz, den er gehabt hat, wirklich eine Ausnahmeerscheinung und das ist nicht zu Unrecht. Also die Mona Lisa ist ja wirklich hat ein Geheimnis, was Generationen und Jahrhunderte beschäftigt hat und auch das Abendmahl ist letztendlich in seiner Darstellung und Ausarbeitung etwas, wo man sagen kann, das ist einzigartig in der Kunstgeschichte. Aber wenn man jetzt Beispiele suchen würde, würde man auch noch ein paar andere finden, die nicht von Leonardo sind, die durchaus auch sehr bekannt sind oder wo man sagen würde, das sind so ganz wichtige Angelpunkte eigentlich der Kunstgeschichte. Sie leiten hier ein Haus für zeitgenössische Kunst. Was gibt Ihnen so ein Gemälde aus der Renaissance persönlich? Sehr viel mehr, als man vielleicht so erwarten würde. Ich finde das immer einfach als Erlebnis immer noch etwas sehr Beeindruckendes, auch kunsthistorisch wichtige Bilder zu sehen. Und dann ist es ja auch so, wir können ja über die Gegenwart, damit auch über zeitgenössische Kunst, gar nicht nachdenken, wenn wir unsere Vergangenheit und die Geschichte nicht kennen. Das heißt, es ist sowohl ein bisschen Rückversicherung, aber es ist natürlich immer wieder auch die Begeisterung damit, was alles über die Jahrhunderte hinweg schon geschaffen wurde. Und das kann einen schon sehr beflügeln. Ich bin immer noch ganz fasziniert, wenn ich solche Sachen sehe.